Herzlich willkommen und natürlich einen wunderschönen guten Abend heute bei JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und wir haben heute den 24. Mai 2017 mittlerweile. Die Zeit schreitet wieder munter voran. Ja, und hier gibt es schon rege Teilnahme passend zum Thema. Ich werde schon auf Impulskerzen hingewiesen, die heute 16 Uhr US-Dollar, kanadischer Dollar passiert sind. Ja, auch genau auf sowas, da geht es natürlich heute mit drum. Also freut mich, dass ihr alle wieder so zahlreich hier seid. Ihr seht hier auch nochmal gleich auch meine Kontaktadresse und gerne, wie immer noch das Angebot, rede mich ruhig gerne direkt per Du an. Also einfach mit Stefan, mein Nachname ist ohnehin viel zu kompliziert, um ihn passend zu schreiben. Aber leider für die E-Mail-Adresse, da braucht man ihn dann doch noch. Aber das ist ja dann auch ganz einfach. Ich habe ohnehin schon die Folien auch vom heutigen Webinar wieder hochgeladen. Das heißt, ihr wiederum könnt direkt in eurem Go-To-Webinar-Bedienpanel die Folien dann auch wiederum downloaden. Und dann habt ihr spätestens auch meine E-Mail-Adresse ganz sauber und richtig. Seid gespannt. Also gerade die E-Mail-Adresse kann nochmal wichtig werden. Heute geht es auch nochmal um einen Indikator und spätestens dann wird man die E-Mail-Adresse auch brauchen. So viel schon mal hier direkt am Anfang. Ja, ansonsten, worum geht's? Impulskerzen. Aber bevor wir da in dieses Thema jetzt komplett einsteigen, ihr kennt das Prozedere. Ich habe immer hier so eine kleine Folie, die muss ich immer einfach mal kurz zeigen. Den üblichen Risk-Disclaimer, weil wir reden ja hier über Trading-Strategien und schließlich und endlich gilt wie immer die Aussage, das, was ihr in eurem Konto handelt, tut ihr natürlich auf euer eigenes Risiko und natürlich auf eure eigene Verantwortung. Erklärt sich irgendwie immer so ein bisschen von selbst, aber naja, gezeigt werden muss es denn halt mal. Ja, Thema, was machen wir heute? Impulskerzen heißt der Oberbegriff, oder weil auch schon mal der ein oder andere sich vielleicht englische Internetseiten anschaut, trifft dann auf den Begriff Power Candles. So würde man sie am ehesten dann im Englischsprachigen übersetzen. Was das genau sein soll mit den Impulskerzen und was wir hier traden wollen und worauf wir eigentlich genau achten wollen, na, das will ich auch wieder ein bisschen ableiten. Und weil ich es halt ein bisschen ableiten will, weil das auch mal gleichzeitig für mich so ein bisschen eine Einladung ist, hey, traden ist nicht nur einfach zu sagen, okay, ich gucke mir mal eben einen Chart an, treffe eine Entscheidung und dann drücke ich den Button Long, Short oder ich platziere eine Order als Limit oder Stop Order, wie auch immer. Das ist natürlich absolut berechtigter Ansatz und will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber gerade hier auch in diesen Webinaren, die ich hier bei JFD mache, möchte ich immer ein bisschen auch sagen, hey, wir wollen auch über Strategien reden. Und zu diesen Strategien, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern gerade sie haben immer eine gewisse Entwicklungshistorie, also eine Entstehungsgeschichte. Damit meine ich noch nicht mal jetzt gleich nachher historische Kursdaten und wie wir daraus dann die Handelsstrategie entwerfen. Nee, sondern einfach, es geht darum, Logiken auch tatsächlich zu entwerfen. Und ich möchte immer so ein bisschen einladen und auch Einblicke geben, wie ich es hier mache. Was ich hier halt so in diesen kurzen Webinaren vorstellen kann, tue ich natürlich gerne. Aber gleichzeitig aber auch euch immer einladen, hey, versucht doch vielleicht mal ähnliche Dinge zu machen. Denn es lohnt sich, Dinge, die man beobachtet, auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und das halt nicht nur mit dem einfachen Blick auf Chartbild und sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden. Wenn eine Kerze hoch, dann die nächste runter und dann eine wieder hoch geht, dann weiß ich genau, was ich tun muss. Und das habe ich jetzt dreimal im Chart gesehen. Damit steht meine Strategie und so trade ich ab morgen munter in meinem Konto. Die Beobachtungen an sich sind immer super gut und die aufzugreifen, auch gut. Aber jetzt den entscheidenden nächsten Schritt zu machen. Nehmt euch die Zeit und versucht nachzuweisen, dass auch das, was ihr da vorhabt, zumindest schon mal in der Vergangenheit funktioniert hat. Auch das ist dann immer noch keine Garantie für die Zukunft, aber es ist wenigstens schon mal die Bestätigung der Idee.
Und das bringt natürlich schon einiges. Und genauso will ich es auch heute hier machen, indem ich nämlich so die ersten Elemente der Strategieentstehung auch hier dann wirklich vorstelle. Und deswegen nenne ich das dann auch die Ableitung des Wahrscheinlichkeitsvorteils von Impulskerzen. Einfach um mal zu sehen, ich kann mit ein bisschen Excel-Gymnastik, so nenne ich das immer, wenn ich Sachen in Excel entwickle, das soll nicht abwertend sein, sondern einfach, ja, ist halt meine Excel-Gymnastik. Andere machen da sicherlich andere Dinge. Das will ich auch hier vorstellen, damit so ein bisschen klar ist, wie ich da eigentlich auch methodisch vorgehe. Und hier wird es wieder ganz, ganz einfach. Aber davor will ich natürlich noch so ein paar Anmerkungen machen, wie überhaupt solche Handelsstrategien bei mir immer entstehen und auch da so ein paar Einblicke geben. Schließlich und endlich, kleines Highlight heute, der gute Peter Müllner, Kollege von mir, war so gut und hat dann gleich zu diesem Thema noch einen MT4-Indikator fertig gemacht und den will ich auch dann heute hier vorstellen, weil genau das ist dann nachher ein Indikator, den auch ihr durchaus zum Traden von Impulskerzen dann auch verwendet werden kann. Hey, jetzt schreibt mir schon gerade jemand, es gab gerade im DAX eine Impulskerze. Mal schauen. Können wir uns nachher auch nochmal im Detail anschauen, was wir gerade beim DAX sehen und ob das dann genauso ins Konzept passt. Prinzipiell bin ich da jetzt erstmal nicht beschränkt auf irgendwelche Underlyings. Also warten wir mal ab. Wobei, das heißt, wer auch immer gerade das geschrieben hat, hat mich neugierig gemacht. Also gucke ich doch glatt mal eben rein. Hier habe ich zwar schon meinen Euro-US-Dollar-Chart vorbereitet, aber den machen wir mal eben weg und gucken. Naja, also Impulskerze sehe ich jetzt hier im Moment noch nicht. Vielleicht gehe ich mal auf eine M5-Zeitebene, um vielleicht hier irgendetwas zu sehen. Nee, da sehe ich eigentlich nur zwei Kerzen. Die sind zwar nicht jetzt unwesentlich klein, das gebe ich gewonnen. Also da geht es gerade einfach nur rauf und runter sozusagen. Mal schauen. Wir werden nachher eine Methode finden, um ein bisschen besser zu abzuleiten, ob jetzt diese Kerzen auf M5-Basis, die man jetzt hier gerade, ich zoome da nochmal eben ein bisschen hin, ob man diese jetzt als Impulskerzen deuten kann, sowohl vielleicht die Shortkerze, die rote, als auch die grüne Longkerze. Das gucken wir uns natürlich dann auch mal mit an, weil da gibt es ganz einfache Kriterien, um das dann auch mit zu entscheiden, ob wir solche Kerzen jetzt hier Impulskerzen nennen können oder halt auch nicht. Gut. Da ich gesagt habe, ich will noch ein paar allgemeine Anmerkungen machen zur Strategieentwicklung, hier einfach auch so ein bisschen Überlegungen von mir, wie ich immer grundsätzlich vorgehe. Und eine ist immer die, ja, es ist halt die Beobachtung im Chart. Und genauso wie man jetzt nachher auf so große Kerzen gucken kann, kann man aber auch vielleicht mal andere Dinge sehen oder Zusammenhänge erahnen, die dann meinetwegen sind, hey, wenn der DAX morgens in der ersten Stunde steigt, dann ist das ein gutes Zeichen für den kompletten Tag, als mal nur These. Das ist jetzt einfach dann eine solche Beobachtung, die man ja durchaus macht und ich bin mir sicher, ihr habt zahlreiche davon auch schon gemacht und vielleicht auch anschließend genauer überprüft. Aber so etwas könnte sowas sein. Hey, oder ich gucke mir die erste Dreiviertelstunde vom S&P 500 an, meinetwegen zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr und frage, hey, da ist jetzt eine Range entstanden und wenn wir aus der ausbrechen, in die Richtung, da möchte ich auch dabei sein und in die Richtung trade ich. Vielleicht stellt man dann anschließend noch fest, naja, vielleicht ist noch zusätzlich ein EMA nötig, so als kleiner Trendfilter, dass man vielleicht gar nicht in beide Richtungen diesen Ausbruch tradet, sondern nur in eine Richtung. Hey, da sind wir schon gleich wieder bei einer Variante des ersten Ansatzes und das sind diese Überlegungen. Nur mein dringender Appell an der Stelle nicht aufhören, sondern hier steht der zentrale Satz. Der zentrale Satz heißt, wir müssen diese Idee, diese Beobachtung müssen wir statistisch überprüfen, um dann wirklich zu fragen, führt das, was wir da gesehen haben, zu einem echten Wahrscheinlichkeitsvorteil? Und dann reicht es einfach nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt fünfmal gesehen, fünfmal hat es funktioniert. Nee, da will man auch ein bisschen
wie der Name da vorne sagt, statistische Überprüfung. Also einfach da nur drei auf drei Ereignisse zu gucken, wo es funktioniert hat. Dann kommt noch dazu, dass wenn man das einfach mal eben in so ein paar Minuten mit dem bloßen Auge macht, greift meistens auch noch so eine selektive Wahrnehmung. Das heißt, wir sehen dann genau das, was wir sehen wollen und bestätigen uns nochmal schneller in unserer Idee und haben aber leider übersehen, dass es noch fünf Gegenbeispiele gerade auch noch gab. Also ganz gefährlich, deswegen nüchtern an die Sache rangehen und das auch wirklich ableiten. Excel kann da zum Beispiel schon sehr, sehr viel helfen. Wenn wir dann diesen Schritt hinter uns haben, dann brauchen wir natürlich schließlich und endlich ein echtes Regelwerk. Und zu diesem Regelwerk gehören einfach so ein paar minimale Voraussetzungen. Und die will ich auch nochmal hier kurz auflisten. Natürlich müssen wir dann ein Einstiegskriterium benennen. Was schon so mit Blick auf die Impulskerzen, da wird zum Beispiel die Frage sein, wann ist denn überhaupt eine Kerze eine Impulskerze? Das ist zumindest schon mal das erste Kriterium, was vielleicht erfüllt sein muss. Vielleicht gibt es sowas wie eine Mindestgröße, nur mal als Beispiel. Dann ist die nächste Frage, vielleicht steige ich unmittelbar am Ende dieser Kerze dann schon ein in den Trade, also besser gesagt zum Open der nächsten. Oder ich habe ein bestimmtes Regelwerk, wie ich auf Basis dessen dann einen Einstieg formuliere. Also ich habe ein genau definiertes Einstiegskriterium. Oder denkt mal eine noch viel einfachere Strategie, ein EMA wird gekreuzt. Na gut, dann weiß ich, wie mein Einstiegskriterium ist. EMA wird gekreuzt, dann beginne ich einen neuen Trade. Punkt. Aber wir müssen es halt dann glasklar formulieren. Das nächste ist natürlich ebenso, genauso wichtig. Und ich bin da nie jemand, der sagt, was ist wichtiger, der Einstieg, der Ausstieg oder sonst was. Nee, ist alles wichtig. Wir brauchen ein klares Ausstiegskriterium. Wann wird der Trade beendet? Dann müssen wir natürlich auch noch sagen, wie wir unsere Positionsgröße bestimmen. Auch ganz, ganz wichtig, weil zu einer Handelsstrategie gehört natürlich nachher auch ein Risikomanagement, ein Money Management. Das heißt, wir müssen genau definieren, wie wollen wir denn beispielsweise auf Basis des Kontos und dann unseren Trade eingehen. 0,01 Lot, 0,05 Lot, wie auch immer. Aber wir brauchen ein Regelwerk. Schließlich und endlich, letzter Punkt, aber ebenfalls genauso wichtig, Stop Loss. Kein Trade ohne Stop-Loss, also gehört er ebenfalls dazu. Ihr seht, dass ich schon den Take-Profit schon nur noch in Klammern hier zugeschrieben habe, weil der ist nicht dringend erforderlich. Der ist so lange nicht dringend erforderlich, solange ich halt auch ein anderes Ausstiegskriterium habe. Also Hauptsache, ich weiß, wann der Trade und wie der beendet werden soll. Das muss nicht zwangsläufig ein Take-Profit sein. Das kann ja zum Beispiel wieder, wenn ich an diese EMA-Kreuzungsstrategie denke, naja, wenn der EMA halt wieder gekreuzt wird. Dann wird halt der Trade beendet. Der hatte dann nicht notwendigerweise einen Take-Profit, aber halt ein sauberes Ausstiegskriterium. Also auch gut. Stop-Loss wiederum ist ein absolutes Must und ohne den kein Trade. Kann ich nur immer wieder wiederholen und ich sehe es auch leider viel zu häufig, wie das nicht gemacht wird und es führt auf Dauer zu nichts Gutem. So viel dazu nochmal. Wenn man jetzt tatsächlich sowas mal statistisch alles machen möchte und auch tatsächlich vielleicht mal in einem Excel-Sheet Kursdaten nehmen, um solche Ideen, wie ich sie gerade auch genannt habe, also mal zu untersuchen. Deswegen habe ich hier mal vier Kursdatenquellen nochmal aufgeschrieben, weil das ja nicht immer ganz so einfach ist, vielleicht an die entsprechenden Kursdaten zu kommen. Im MT4 ist die Historie meistens immer relativ kurz. Aber hier habt ihr mal ein paar Quellen, wo man, und alle Quellen sind kostenlos, auch sehr leicht an Kursdaten herankommen kann. Da ist zum einen zu nennen Yahoo Finance. Da ist insbesondere alles gut, was so Indizes angeht, auch zu sauberen Xetra-Kursen zum Beispiel. Kleiner Haken, alles ist auf D1 Basis. Das heißt, ihr kriegt da keine Intraday-Daten. Umgekehrt, was auch nicht uninteressant ist, da gibt es beispielsweise auch sehr, sehr viele ETFs und alles kann man da kostenlos herunterladen mit sehr, sehr langen Historien.
Die nächste Kursquelle, die ich hier nochmal erwähnen möchte, ist, die heißt stock.com. Und ich habe es extra dabei geschrieben. Das ist also kein Rechtschreibfehler, wie ich da gerade Stock geschrieben habe. Nein, das ist eine Seite, die ist in Polen beheimatet und wahrscheinlich schreibt man das da so, aber das habe ich nie hinterfragt. So wird es halt geschrieben. Stock mit Q hinten. .com. Und auf der Internetseite, da findet ihr nur wirklich nahezu fast alles, was es an der Börse nur zu handeln gibt. Also ich kenne keine umfassendere Seite als diese, aber ebenfalls mit der Einschränkung nur D1 und aufwärts. Dafür Wahnsinnshistorien. Also so ein Dow Jones findet ihr da seit Anbeginn der Existenz des Dow Jones. Seitdem sind da auch die Kursdaten. Gold zum Beispiel geht noch viel weiter zurück. Aber so viel nur daneben, als Nebenbemerkung. Zwei weitere Quellen, wo es auch intraday wirklich interessant wird. Die eine heißt histdata.com und da gibt es also M1-Daten und das insbesondere für Forex, ein paar Indizes und ganz noch ein paar auch Commodities. Also wenn ich sage Commodities, meine ich insbesondere Öl. Findet ihr da, kleine Vorsicht, auch an der Stelle schon mal als Hinweis, die Daten sind immer auf New York Time. Also man muss ein bisschen aufpassen. Ihr seht es spätestens, wenn ihr euch DAX-Daten anguckt, dass da Uhrzeiten auftauchen, die wir so nicht gewohnt sind, aber er schließt sich dann sofort, weil halt die Zeiten alle New York-Zeiten sind. Und letzte Datenquelle sei hier erwähnt, Dukas Copy. Da muss man sich zwar einmal anmelden, aber das kostet auch nichts und man kriegt auch anschließend keine blöde Werbe-E-Mail und dann kann man auch rauf und runterladen, was man möchte. Also ist einfach dukascopy.com und da geht es von Tickdaten aufwärts, alle möglichen Zeitzonen, alle möglichen, insbesondere Forex, Currencies, ein bisschen Indizes, damit dünnt es dann aber schon ein bisschen aus, aber gerade für den Forex-Markt super Datenquelle und da könnt ihr auch auf kleineren Zeitebenen dann absolut fündig werden. Also kann ich nur empfehlen und mit diesen Datenquellen arbeite auch ich und daraus ziehe ich dann auch dann die Ableitungen für die entsprechenden Handelsstrategien. Wer dann nochmal genauer Fragen hat, im Zweifelsfall hier irgendwas nicht mitgekommen hat oder wenn mal vielleicht erklärt gekriegt haben möchte, wie geht es denn da vielleicht im Detail mit dem Runterladen von Kursdaten? Gar kein Problem, auch da wieder gilt, einfach kurze E-Mail an mich und ich helfe da gerne weiter, wie man da zurechtkommt. Gut, soweit nochmal zu den Datenquellen. Jetzt aber dann zu den eigentlichen Impulskerzen. Also, Impulskerzen. Warum sind die überhaupt interessant? Ganz grundsätzlich gesagt. Impulskerzen sind eigentlich mehr schon aus der grundlegenden statistischen Überlegung heraus interessant. Und zwar deshalb, man kann etwas machen, und ich wollte euch jetzt hier nicht zu sehr mit Statistik langweilen, deswegen habe ich es jetzt auch nicht als Charts, aber gemacht habe ich schon längst natürlich. Man kann ja zum Beispiel fragen, die ganzen Kerzen, die im Chart auftreten. Nehmen wir mal einfach Stundenkerzen, also. Gucken wir nochmal kurz in den Chart hier rein und machen dann auch das mal wieder so, wie ich es ursprünglich haben wollte. Also wir gucken mal hier jetzt Euro, US-Dollar und das dann durchaus auf Stundenbasis, wenn er mich denn jetzt nur hier lässt. So, jetzt lässt er mich. Und da haben wir den Euro, US-Dollar auf Stundenbasis und ihr seht ja alle die Kerzen. Die Kerzenbodies haben ja hier alle eine unterschiedliche Größe. Also es gibt mal ziemlich große und dann gibt es hier welche. Und ich rede immer gerne immer nur über den Body einer Kerze. Man kann ähnliche Untersuchungen auch machen über die Gesamthöhe einer Kerze. Und das kann man natürlich machen. Und was man sich dann fragen kann, ist, wie sieht eigentlich die Verteilung aus? Also kleine Kerzen, große Kerzen. Und. Da gibt es ja dann so eine Verteilungsfunktion. Und man ahnt schon, dass besonders große Kerzen treten irgendwie sicherlich seltener auf. Und die vielen kleinen Kerzen, egal ob ich jetzt Kerzenbody, und Kerzenbody ist übrigens immer der genaue Unterschied zwischen Close und Open einer Kerze, das misst den Kerzenkörper und deswegen auch Kerzenbody. Man kann natürlich dann fragen, wie sieht eigentlich diese Verteilungsfunktion aus?
Und dass große Kerzen dann seltener sind, ist naheliegend. Aber, und das ist genau eine ganz wichtige Überleitung, warum Impulskerzen so interessant sind. Was man nämlich feststellt, wenn man diese Untersuchung wirklich im Detail durchführt, also sich solche Histogramme anguckt und fragt, hey, folgen die einer gaußschen Normalverteilung, so heißt das Ding, dann ist die Antwort ja, verdammt nah. Aber was man feststellt ist, dass die großen Kerzen, die ja an sich selten auftreten, dazu dann aber doch wieder zu häufig auftreten. Und jetzt wird es interessant. Es gibt da ganze Abhandlungen zu, auch noch viel allgemeiner und haben dann auch gar nicht unbedingt was mehr mit Traden zu tun. Und der Begriff, der dann gerne verwendet wird, ist, das sind dann die schwarzen Schwäne. Das heißt, das sind eigentlich seltene Ereignisse, die aber in Summe dann doch zu häufig vorkommen. Und alles das, was von dieser gaußschen Verteilung, und gaußsche Verteilung ist auch sowas Ähnliches wie eine reine Zufallsverteilung, alles, was davon abweicht, hey, das ist ein Zeichen für eine Abweichung von der Zufälligkeit. Und das kann ich gleich so allgemein sagen, wie es auch hier steht. Und das ist unsere Chance als Trader. Immer dann, wenn Dinge von dieser Zufälligkeit abweichen, wird es für uns interessant. Dieses reine Hin- und Hergeeier der Börsenkurse, das kennen wir. Und wir alle wissen, wie schwer es ist, damit zurechtzukommen. Wenn wir allerdings Abweichungen haben von dieser Hin- und Herwackelei, von dieser Zufälligkeit, dann treten Systematiken auf. Und diese Systematiken sind genau das, was wir als Trader brauchen. Und wo wir dann unsere Chance auch bekommen. Wer vielleicht zufälligerweise letzte Woche auch bei dem Trend-Webinar dabei war, erinnert sich vielleicht, da habe ich fast die gleichen Worte auch schon mal gesagt. Nämlich lange Trendphasen sind genauso eine Abweichung von der Zufälligkeit. Das heißt, das begegnet uns gerade hier nochmal. Und ich werde auch nächsten Monat nochmal ein Webinar machen, wo ich genau solche Themen nochmal explizit beleuchte, weil das sind die Chancen des Traders, die Abweichung von der Zufälligkeit. Natürlich kann man hinterfragen, was denn eigentlich so die Gründe für diese Impulskerzen sind. Und in der Tat sind es auch häufig News. Ich habe hier News schon gleich in Anführungsstrichen geschrieben, weil das können alle möglichen News sein. Das können News sein, von denen wir genau wissen, dass sie kommen. Also EZB, Zinsentscheide, Non-Farmers Payroll-Daten am Freitag alle 2 Wochen und, und. Ihr kennt die Daten genauso. Aber natürlich können das auch News, die plötzlich kommen, sein. Seitdem wir einen neuen amerikanischen Präsidenten haben, gibt es da noch einen zusätzlichen Input, nämlich wann immer er etwas auf Twitter twittert, dann geht es meistens auch an der Börse als nächstes zur Sache. Das heißt, auch das kann dann mal der Auslöser für eine Impulskerze sein. Also gerade seit Trump gibt es das tatsächlich nochmal häufiger. Es können aber auch ganz unangenehme Sachen sein, also solche Sachen wie Attentate. Also das vielleicht die größten Impulskerzen überhaupt waren 9/11. Also solche Dinge kommen hier natürlich auch mit ins Spiel oder auch genauso Sachen wie jetzt gerade erst in Manchester. Dann kommt es auch halt meistens zu Bewegungen am Devisenmarkt. Also auch diese News gibt's, also auch diese Sachen fallen da rein. Ja, egal, ob sie jetzt angenehm, unangenehm sind oder ob sie sogar vorhersehbar sind, wie Zinsentscheide, dann wissen wir wenigstens die Uhrzeit, wann die News kommen. Was immer alles gemein ist an dieser, oder gemein heißt jetzt nicht schlimm, sondern sozusagen in Common, also für alle gemeinsam ist, das wollte ich sagen. Mann, schwierige Wortwahl heute. Da zeigen sich die großen Marktteilnehmer. Und jetzt wird es nochmal interessant, weil Impulskerzen gehen in aller Regel übrigens auch immer mit großem Volumina einher. Und hier müssen die Großen aus der Deckung, weil jetzt passiert was. Und das können die nicht spurlos an sich vorübergehen lassen. Auch die haben ihre Stop-Losse, auch die haben ihre neuen Überlegungen, die dann dadurch getriggert werden. Und
die Großen bilden nun mal wirklich das Volumen ab. Es sind nicht wir. Wo wir unsere, also wir kleinen privaten Trader, wo wir unsere Order hinlegen, das interessiert da draußen so ziemlich überhaupt gar keinen. Dafür bewegen wir viel zu wenig Geld. Aber wenn die Großen sich aus der Deckung wagen, dann wird es interessant. Und auf solche Züge lohnt es sich dann entsprechend aufzuspringen. Gut, jetzt kriege ich hier auch nochmal ein paar weitere Kommentare. War nicht zufällig dabei, sondern sah meine Chance als Trader. Ja, das ist auch gut. Und dann kommt gerade nochmal eine Frage, welche Rolle können die Dochte und Lunden dabei spielen? Da gehen wir auch noch genauer drauf ein. Das mache ich auch nochmal direkt hier im Chart. Weil, wenn ich nachher von Impulskerzen rede, nochmal rede ich immer nur über den Kerzenbody. Das heißt, ich vernachlässige die Lunte und den Docht. Ich will dir jetzt Lunte und Docht nicht irgendwie sagen, hey, die sind ja irgendwie völlig Banane und eigentlich völlig uninteressant. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Nehme jetzt um eine andere Abgrenzung. Was ich halt genau nicht will als Impulskerze, ist eine riesige Doji-Kerze. Also Doji-Kerzen sind ja die Kerzen, die eigentlich gar keinen Body haben. So eine richtig schöne haben wir jetzt hier gerade nicht im Chart. Naja, mit einem leichten, guten Willen nenne ich jetzt mal diese Kerze, wo jetzt mein Cursor daneben steht, eine Doji-Kerze, auch wenn die nicht gerade jetzt lehrbuchmäßig ist. Da sollte der Kerzenkörper noch kleiner werden. Aber jetzt stellt euch einfach mal diese Kerze noch mit einer noch viel riesigeren Lunte und noch viel riesigeren Docht vor. Dann bleibe ich einfach mal bei der eigentlichen Candlestick-Sprache. Dann ist das eine Kerze mit größter Unsicherheit und keiner weiß, was los ist. Also es gab dann innerhalb dieser Kerze Wahnsinnsbewegungen, richtig. Aber sie bildet mir keinen finalen Clou, weil sie halt keinen großen Kerzenbody hat. Und deswegen will ich diese Kerze, also auch wenn sie riesig groß ist und der Unterschied zwischen High und Low riesig wird, will ich sie nicht Impulskerze nennen. Gut. Gehen wir kurz weiter. Wie will ich jetzt hier so eine kleine Untersuchung machen? Naja, ich habe eigentlich eine grundlegende Fragestellung. Und die Fragestellung heißt, gibt es einen typischen Verlauf nach einem Impuls? Also, gucken wir mal kurz in das Bild. Ich habe jetzt hier, da fällt ja eine Kerze sofort ins Auge, nämlich diese schöne riesige grüne Kerze. Und ich habe jetzt natürlich hier in diesem einen Beispiel auch nochmal so eine rote Linie reingemalt. Nämlich, da geht der Kurs anschließend nach dieser Impulskerze erstmal ein Stückchen wieder runter und dann nochmal deutlich wieder weiter nach oben. Und die eigentliche These heißt jetzt, gibt es da wirklich so einen typischen Verlauf? Und ihr seht, was ich hier meine. Das, was ich euch jetzt hier gerade zeige in dem Bild, ist das, was ich immer gerne Statistik 1 nenne. Das ist zwar genau die These, die ich nachher bewiesen haben will, nämlich ja, es gibt sowas Ähnliches wie einen typischen Verlauf nach dem Auftreten eines Impulses. Und ich will gar nicht genau auf den Verlauf eingehen, sondern was ich in Wahrheit ableite, ist, es geht in die Richtung des Impulses weiter. Das heißt, tritt eine riesig große grüne Kerze auf, also eine Longkerze, geht der Kurs vornehmlich wohlgemerkt, in die gleiche Richtung weiter. Wenn ich jetzt sage, genauer Verlauf, das interessiert mich nicht ganz so genau. Also ich will jetzt hier nicht darauf hinaus, geht es dann immer anschließend erst nochmal 20% runter, um dann noch dann wieder weiter hochzulaufen. Da will ich, so weit will ich mich jetzt gar nicht bewegen, sondern mir reicht es schon, wenn ich denn wüsste, dass nach einer Impulskerze es vornehmlich in diese gleiche Richtung weitergeht. Hey, dann habe ich doch schon meinen Vorteil. Das ist doch genau dieser Wahrscheinlichkeitsvorteil, von dem ich geredet habe. Long Trade. Also in Richtung, wenn die Kerze die Impulskerze eine Longkerze war, dann mache ich halt einen Long Trade. Und ist das eine riesige Shortkerze, dann mache ich halt einen Short Trade. Und damit habe ich, wenn denn die Aussage stimmt, es gibt diese Vorzugsrichtung, dass es danach in diese Richtung weiterläuft. Wenn das denn stimmt, dann habe ich doch schon sozusagen gewonnen. Nicht im Sinne des Heiligen Grals und ab jetzt weiß ich, jeder Trade wird ein Winner-Trade, um Gottes Willen. Vorzugsrichtung, einen Edge, einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Um genau den geht es.
Was einem relativ schnell hier bei dem ganzen Betrachtungsbereich klar wird, ist, wir brauchen irgendwie so ein Kriterium. Wie groß soll denn jetzt diese Kerze überhaupt sein? Natürlich gibt es jede Größe. Wir finden immer unterschiedliche Größen in den Charts. Und wenn ich jetzt irgendwie sage groß, naja, also wir könnten es natürlich einfach bei der Wagenbeschreibung lassen. Aber wir können es auch vielleicht ein bisschen genauer machen, zumindest wenn wir uns das Ganze hier angucken wollen und ableiten wollen. Das wird also eine Frage sein. Wie groß muss denn eine solche Kerze sein? Aber nochmal zurück zur übergeordneten Frage. Haben wir denn überhaupt diesen typischen Verlauf? Haben wir diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil in Richtung der Impulskerze zu traden und dann tendenziell mehrheitlich auf der Gewinnerseite zu sein? Und das will ich kurz zeigen, wie man das Ganze hier angehen kann. Und oh, jetzt muss ich gleich noch ein bisschen länger reden, weil ich muss ein Excel-Sheet öffnen, was ziemlich groß ist. Und nämlich allein das Excel-Sheet dauert jetzt ein bisschen. Also muss ich noch ein bisschen weiterreden, bis auch das Excel-Sheet da ist. Will aber schon mal beschreiben, auch wenn der Bildschirm gerade ein bisschen langweilig grau ist, was ich denn da gemacht habe. Also ich habe mir einfach Stundendaten genommen. Stundendaten vom Euro-US-Dollar. Natürlich habe ich dann die einzelnen Candles, ich habe jeweils die Uhrzeit, ich habe Open, High, Low, Close von jeder dieser Candle und dann kann ich ja einfach mal den Kerzenbody ausmessen. Also ich bilde einfach die Differenz zwischen Close minus Open und damit habe ich ja den Kerzenbody. Und wenn ich einfach das so mache, indem ich einfach nur die Differenz bilde, dann habe ich den Kerzenbody absolut, also absolut im Sinne von in Einheiten dieser Währung. Ich könnte jetzt noch durch den Kurs dividieren, dann hätte ich es in Prozenten. Ich könnte durch alles Mögliche dividieren. Aber so ist es erstmal. Oder wer das Ganze noch mit 1000 multipliziert, der hätte die Zahl dann auch beispielsweise einfach als in Pips. Und das ist dann halt einfach Close minus Open, so wie es hier auch im Excel steht. Ja, und dann habe ich jetzt einfach hier so eine kleine If-Anweisung im Excel-Sheet und frage, liegt eine Impulskerze vor? Das heißt, ich definiere mir jetzt erstmal eine willkürliche Schwelle. Da steht jetzt gerade 30 Pips als Schwelle, dass ich sage, ey, ja, wenn eine Kerze 30 Pips groß ist, dann, deswegen steht jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle eine 1, da wird die markiert. Hey, die nennen wir jetzt einfach mal Impulskerze. Dann hat die natürlich eine Richtung, entweder long oder short, also je nachdem, ob es eine rote oder eine grüne Kerze ist. Und dann habe ich einmal Folgendes gemacht. Also wenn denn eine solche große Kerze gerade aufgetreten ist, dann messe ich einfach mal, wie es weitergeht. Also ich gucke jetzt ab diesem Zeitpunkt, gucke ich jetzt sozusagen in die Zukunft, nämlich eine Stunde lang. Also wie weit oder wohin läuft denn dann der Kurs? Und dann gucke ich 2 Stunden nach vorne und 3 Stunden nach vorne, 4 Stunden und so weiter und so fort. Also mal hier nochmal einfach als, weil man es im Excel immer so schön so sieht. Also ich frage jetzt einfach, wo ist der Kurs 4 Stunden später, 3 Stunden später? Und das mache ich natürlich nur an den Stellen, wo hier eine solche Impulskerze vorgelegen hat. Also wenn hier vorne eine 1 steht. Und mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier diese Zellen einfach auftragen würde, dann hätte ich den Verlauf des Kurses nach dieser Impulskerze. Was ich jetzt natürlich auch mache, ist, ich mache das Ganze immer, ich nenne das mal Vorzeichen richtig. Das heißt, wenn der Kurs nach einer Longkerze weiter nach Norden läuft, dann ist es plus. Wenn er allerdings nach einer Shortkerze weiter nach Süden läuft, dann ist das auch plus. Also, weil es ist ja sozusagen in meine Richtung, das, was ich nachher meinen Gewinn nennen würde. Ja, und dann gehe ich einfach hin und summiere genau das alles auf. Das heißt, wenn jetzt hier so steht wie Summe, dann ist es die Summe aller Bewegungen nach einer Stunde nach dem Auftreten einer Impulskerze. Nach 2 Stunden, nach 3 Stunden, nach 4 Stunden. Oder ich mache es euch gleich einfacher, ihr guckt einfach aufs Bild. Das ist genau das Bild. Wie muss ich das jetzt lesen, dieses Bild? Das Bild sagt mir, ich habe einfach hier, ich bin jetzt willkürlich nur 24 Stunden nach vorne gegangen. Was das Bild mir sagt, ist eigentlich der mittlere Verlauf nach dem Auftreten einer Impulskerze. Das heißt, in den ersten 10 Stunden sind wir im Wesentlichen schon gleich
genau entsprechend meiner These in Richtung der Impulskerze weitergelaufen. Und das übrigens auch nicht wenig. Also das Aufsummierte ist hier nicht gerade wenig, was hier steht. Wer das mal anfängt, in Euros und sonst was umzurechnen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Dann in den nächsten paar Stunden geht es nochmal doch wieder zurück. Soll heißen, der Kurs geht wieder auf den Close der Impulskerze wieder zurück, nicht auf den Open. Ich messe alles mit Bezug auf den Close der Impulskerze, um dann die nächsten Stunden schon wieder ab genau in die Richtung der Impulskerze zu laufen. Und das hier ist jetzt der Verlauf für Impulskerzen mit 30 Pips Größe. Und auch mal gleich als Zahl, also eine 30 Pips Impulskerze taucht in knapp 7% aller Fälle auf. Das heißt also, jede 14. Kerze hätte diese Größe oder als Zahl 5188 Mal hier in meinem Kursdatensatz, was irgendwie so 12 Jahre sind. Jetzt machen wir die Kerze einfach mal größer. Das heißt, wir sagen, die Schwelle der Impulskerze, die machen wir ein bisschen größer, 40 Pips. Das ist schon auch eine Hausnummer immerhin. Jetzt sind wir schon nur noch bei 3,5% aller Kerzen, dass es überhaupt ist. Und ihr seht, an dem Verlauf hat sich gar nicht so viel verändert. Das heißt, lohnt sich auch. Große Kerzen haben diesen typischen Verlauf. Anscheinend. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich das hier mal total klein mache? Also, dass eigentlich genau jetzt keine Impulskerzen vorliegen. Also eine sehr, sehr kleine Größe. Dann wird hier alles undifferenziert und viel zu häufig. Also 10 Bips Kerzengröße haben wir in 35% aller Fälle. Gehen wir nochmal in die andere Richtung. Da, wo es halt interessant wird. Große Kerzen als Filter für die Impulskerzenrichtung. Und ihr seht, naja, irgendwie kristallisiert sich dieser Bewegungsverlauf hier durchaus raus. Und das ist auch tatsächlich so. Ich habe jetzt hier mal gleich ein Bild gemacht. Das ist dasselbe Bild, was wir jetzt gerade hatten, nur für die unterschiedlichen BIP-Größen. Und ihr seht, so grob, also außer wenn ich sie sehr klein mache mit 20 BIPs, das ist diese blaue Kurve, eins bleibt. Es geht immer typischerweise in die Richtung des Impulses. Und das war auch die ursprüngliche These. Und man braucht halt eine solche Mindestgröße, damit die These auch erfüllt ist. Außerdem hätten wir sonst auch nicht mehr einen schwarzen Schwan, also ein seltenes Ereignis, sondern dann ist es wieder fast jede zweite Kerze. Also, wir können es hier nochmal, ich mache es mal nochmal ein bisschen größer, 80 Pips Größe. Und ihr seht, das ist hier die Ableitung des Wahrscheinlichkeitsvorteils. Es lohnt sich, nach einer Impulskerze in die Richtung des Impulses auch zu traden. Weil was jetzt hier gerade steht, das sind nicht ja Trade-Ergebnisse, sondern das ist einfach die Aufsummierung aller Kursänderungen nach dem Auftreten einer solchen Impulskerze. Klingt immer verbal ein bisschen sehr abstrakt und kompliziert, heißt aber in der Konsequenz was ganz Einfaches. Große grüne Kerze und ich gehe long. Punkt. Das wäre dann schon die ganze Konsequenz. Und das lässt sich auch auf anderen Underlyings sehr schön nachweisen. Und jetzt haben wir halt nicht mehr etwas, was eine reine Zufälligkeit ist, sondern wir haben eine Aussage auf einer ganz breiten Historienbasis, nämlich 12 Jahre Kurshistorie. Und damit wird es natürlich schon interessant. Gut, also einfach kurz nochmal an der Seite gelegt, mal kurz nochmal von der Seitenlinie betrachtet. Methodisch, ich habe einen Wahrscheinlichkeitsvorteil gerade abgeleitet. Und das war auch das, was ich machen wollte. Mehr nicht. Das ist jetzt noch nicht die absolut fertige Strategie, aber ich habe zumindest schon mal meinen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und den Der ist die Mindestvoraussetzung, damit ich anschließend auch beim Traden profitabel wegkomme. Also, was haben wir jetzt raus? Was wissen wir jetzt? Also, wir haben den Wahrscheinlichkeitsvorteil von Impulskerzen bewiesen. Ob das jetzt
sozusagen lupenrein ist, das will ich jetzt gar nicht von mir behaupten. Also machen wir da nochmal Gänsefüßchen wenigstens drum. Aber wir haben auf jeden Fall einen sehr starken Indiz. Und das jetzt nicht nur drei Kerzen im Chart gefunden, nee, mit 12 Jahren Kurshistorie. Und dieser Wahrscheinlichkeitsvorteil in Worten beschrieben heißt, es gibt eine Vorzugsrichtung und die geht, heißt, in Richtung des Impulses geht es weiter. Jetzt gibt es noch Varianten. Ich will die einfach nur mal hier erwähnen. Dann habt ihr auch noch weitere Möglichkeiten, hier direkt aktiv zu werden, auch eure eigenen Strategien zu bauen. Man könnte zum Beispiel erstmal noch einen leichten Rücklauf abwarten. Wäre vielleicht eine Idee. So ähnlich, wie es jetzt in meinem Eingangsbild hier auch gewesen ist. Also hier, dass man sagt, okay, es liegt ein solcher Impuls vor. Und ich trade, wenn wir hier wieder auf, was weiß ich, 70% zurückgelaufen sind, dann möchte ich das in den Trade. Das heißt, technisch gesehen wäre es eine Buy-Limit-Order, die einfach ein bisschen tiefer ist als der Close der Impulskerze. Wäre eine Variante. Eine andere Variante, und die gehen wir auch gleich nochmal in einem Indikator an, ist die, dass wir die Größe einer Kerze gewissermaßen dynamisch messen. Was meine ich damit? Klingt wieder so abstrakt. Wir alle wissen, dass die Volatilität mal hoch und mal tief ist. Also wer die Finanzkrise live am Chart mal mitgekriegt hat, weiß, da waren die Kerzen alle nur monstergroß. Da war auch eine M1-Kerze manchmal so groß wie eine H1-Kerze. Das heißt, da war richtig Dampf im Markt. Und dann kann man die Frage stellen, hey, soll ich nicht lieber meine Kerzengröße relativ zu etwas anderem messen? Und zum Beispiel einem ATR, also dem Average True Range. Weil das ist gar nicht so verkehrt von der Vorgehensweise. Wenn der Markt ohnehin total ruhig ist, dann ist vielleicht auch eine schon nicht mehr ganz so große Kerze bereits eine Impulskerze. Wenn der Markt aber wahnsinnig volatil ist, dann sollte eine Impulskerze eine richtige, absolute Monsterkerze sein. Wenn ich alles relativ zum ATR messe, dann habe ich genau diesen Bezug unmittelbar in meiner Überlegung drin. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Kurz nochmal hier auf ein paar Fragen geguckt. Sieht es bei H4 ähnlich aus? Und die Antwort wurde hier auch schon selber gegeben. Vermutlich ja. Antwort ist ja. Was man sagen kann ist, also ich mache das auch auf D1-Basis beispielsweise. Und da will ich euch gerne gleich nachher noch was anderes schon noch zeigen. Was man im Kopf haben muss, ist, je größer die Zeitskala wird, desto kleiner wird unsere Statistik. Das heißt jetzt nichts pauschal Schlimmes, aber gerade meine 12 Jahre Kurshistorie waren grob über den Daumen gepeilt 80.000 Kerzen. Wenn wir 10 Jahre H1, D1 haben, dann sind es nur noch 2.500 Kerzen. Das heißt, die Statistik wird kleiner. Das heißt nicht, dass die Idee nicht funktioniert. Nur die statistische Grundlage wird kleiner. Und H4 liegt jetzt zwar dazwischen, aber das kann man natürlich dann auch entsprechend ausrechnen. Dann kommt auch nochmal die Frage, wie geht es auf kleineren Zeitebenen? Geht natürlich auch, nur auch da, kleiner Hinweis, müssen wir auch wieder was beachten. Das gilt ganz allgemein mit diesen kleinen Zeitebenen. Wer auf kleinen Zeitebenen handelt, muss sich immer vergegenwärtigen, dass es gibt eine absolute Größe beim Traden und die absolute Größe ist der Spread. Und den Spread müssen wir ja immer erstmal verdienen. Und typischerweise gilt, wer auf kleineren Zeitebenen tradet auch kleinere Bewegungen. Und wer kleinere Bewegungen tradet, hat es schwerer, wenigstens den Spread zu verdienen, um wenigstens schon mal wieder Break-Even zu sein. Von daher ist das Traden auf immer kleineren Zeitebenen gerade für den privaten Trader oft extrem gefährlich. Kurze Haltedauern von Minuten kann 0, nix schief gehen. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert, um Gottes Willen, nicht missverstehen. Aber es wird immer schwieriger. Denn sagen wir es mal so. Insofern auch M5 kann man genauso untersuchen. Nur die Bewegung danach muss immer noch groß genug sein, damit wir überhaupt profitabel hinkommen. Gut.
In welchen Perioden sind Impulskerzen am wirksamsten? Also meiner Erfahrung nach sind sie am wirksamsten auf D1-Basis und dann gefolgt auf H1-Basis. Okay, jetzt habe ich ja versprochen, dass wir hier noch was anderes zeigen wollen, weil der gute Peter hat dankenswerterweise schon einen ganzen Indikator dazu gemacht. Und der Indikator, den will ich auch A vorstellen, B auch anbieten, ihn euch zuzuschicken. E-Mail habt ihr ja oder kommt auch nachher nochmal, keine Sorge. Das ist halt ein MT4-Indikator. Was macht er denn? Der macht, also er hat ein paar Einstellungen. Und so viel vorweg, ich zeige es aber auch gleich live. Man kann einmal an den Farben drehen. Das ist immer ganz gut, weil der eine mag halt diese und jene Farbe mehr als irgendeine andere. Und dann gucken wir uns hier auch gleich schon das Konzept ATR an. Das heißt, wir messen die Größe einer Kerze immer relativ zu dem übergeordneten ATR, den wir haben. Also nennen wir es mal einfach Volatilität. Oder wer jetzt wieder mehr mich als Mathematiker hört, der sagt, okay, der ATR legt mir ein Maß fest, also sozusagen ein Maßband. Also ob der Zentimeter nun ein Zentimeter oder ein Inch ist. Das war jetzt physikalisch Blödsinn, aber das ist das, was ich meine. Nämlich, wir brauchen eine Skalierung. Und wir nehmen einfach als Skalierung den ATR. Sehr hilfreiche Methode an der Stelle. Und schließlich und endlich lässt der Indikator auch noch offen, ob ich alles auf Basis der Kerzenbodies machen möchte oder auf Basis von wirklich der gesamten Kerze, also High minus Low. Und was der Indikator dann einfach tut, er visualisiert mir die Impulskerzen. Lang genug geredet, dann auch gleich gezeigt. So, wir haben also jetzt hier beispielsweise einen H1-Chart und ich gebe uns mal hier so ein paar mehr Kerzen. Und ich habe den bewusst nicht ganz über meinem Bildschirm hier, weil ich immer noch das Go-To-Webinar-Control-Panel daneben haben möchte. Sonst kann ich eure Fragen nämlich nicht mehr sehen. Deswegen muss ich noch mal ein bisschen rüber schieben. Und so müssen es auch bei euch dann immer dann wahrscheinlich aufpassen. So, dieser Indikator hat einen Namen und er ist, also wenn man ihn installiert, ich hoffe, ihr wisst, wie es geht und sonst zeige ich es noch mal nächste Woche auch in einem Webinar. Der muss halt in den Ordner Indikatoren und wenn er dann in dem Ordner Indikatoren ist, dann taucht er auch hier entsprechend auf und da ist er auch schon. JFD Giant Candle und dann nimmt man diesen Indikator und wirft ihn einfach hier auf den Chart und kriegt jetzt hier ein paar Fragen gestellt. Also eigentlich genommen nur drei. Drei Fragen, nämlich man muss die ATR-Periode vorgeben, dann diesen Multiplier für den ATR zu sagen, hey, also wenn es jetzt in dem Fall, wie es hier steht, wenn es dreimal so groß ist wie der ATR, dann nenne ich das Ding jetzt einfach Impulskerze. Und dann noch die Methode, also ich klicke mal doppelt drauf, mache ich High minus Low, dann hätte ich auch eine Doji-Kerze auch als Möglichkeit oder ich nehme halt Buddy. Und das ist einfach der Absolutwert von Open minus Close. Oder Close minus Open. Da es der Absolutwert ist, ist es egal. Ich mache mal die ATR-Periode ein bisschen größer. Immer ein bisschen in Anlehnung an die Zeiteinheit, auf der wir unterwegs sind. Also, H1 Chart will ich nehmen. Der Tag hat 24 Stunden. Von daher würde ich jetzt mal den ATR nicht wirklich kleiner als 24 nehmen, sondern mindestens 24. Ich nehme einfach jetzt mal 48. Also habe ich 2 Tage, nehme ich für den ATR. So, und dann kriegt man hier unten immer so ein Bild. Wie ist das Bild zu lesen? Ganz einfach. Ihr habt einmal hier die Kurve. Das kennt ihr von jedem gewöhnlichen ATR. Der ist jetzt hier auch eingemalt. Und dann sind hier unten die Kerzen Buddy, weil ich habe ja Buddy gerade ausgewählt, aufgemalt, wie groß der ist, aber jetzt halt in Einheiten, also ATR. Und deswegen kann ich jetzt hier direkt mit dem, also entschuldige, nicht in Einheiten ATR ist jetzt mathematisch falsch. Ich vergleiche einfach das mit der ATR-Kurve und die hat den entsprechenden Multiplier mit drin. Das heißt, ich muss jetzt gerade überlegen, ob die Kerze entweder mal 3 genommen wurde oder der ATR mal 3 ist auch relativ einerlei.
Das Entscheidende ist, immer wenn eine Kerze dann oberhalb der Kurve hier ist, dann wird sie Impulskerze genannt in dieser Definition und wird auch entsprechend gehighlightet. Also hier ist sie dann so leicht goldfarben jetzt gerade. Und damit wäre diese Kerze hier jetzt die Impulskerze. Und Statistik 1, ihr hört mich direkt lachen, ja, mustergültig genau in Richtung des Impulses weitergelaufen. Ich hätte kein schöneres Beispiel jetzt hier gerade haben können. Ihr seht hier aber auch gleich im Trading-Alltag. Das heißt jetzt, was ist mit den anderen Kerzen? Hier ist auch eine Kerze, relativ groß. Die ist eigentlich ziemlich genauso groß wie diese. Verglichen halt mit dem ATR hat es nicht geschafft. Lege ich natürlich die Schwelle woanders, dann wäre jetzt plötzlich auch die Kerze eine Impulskerze. Ich will jetzt hier noch nicht auf ein mechanisches, stures Handelssystem, sondern einfach nur auf die Möglichkeit eingehen, die man einfach hier hat. Und dieser Indikator macht mir das Leben so schön einfach. Ich kann jetzt halt hier ganz einfach durchscrollen und sagen, hey, wann, wie oft passiert es denn? So, da war so eine Impulskerze. Und um mal meine Statistik 1 auch mal ein bisschen anders zu machen. Danach ist es jetzt doch erstmal die nächsten grob 20 Stunden doch eher nach Süden gelaufen und erst danach dann nach Norden. Das ist halt Statistik. Wir reden hier nicht über eine Kristallkugel, die genau die Vorhersage treffen kann. Es ist auch ein bisschen Geschmacksfrage. Wo lege ich die Schwelle? Hier habe ich eine schöne Shortkerze, wird mir hier auch sauber angezeigt. Danach ist es auch weiter short gelaufen. Ich ändere mal die Einstellung und sage einfach, ey, ich will doch ein bisschen öfter traden. Dann nehme ich hier beispielsweise vielleicht eine 2,5 als Multiplikator. Und schon wird sie auch entsprechend eingefärbt. Und dann wäre sie jetzt hier eine Möglichkeit. Ich will ein bisschen einladen. Nutzt mal solche Möglichkeiten. Geht mal verschiedene Charts durch. Das Schöne ist, hier, dadurch, dass man sie farblich markiert kriegt, kann man direkt mal, hupsa, jetzt habe ich hier irgendwie die Maus bewegt, auch mit dem Auge anschließend gucken, wie oft es denn schon mal funktioniert hätte in der Historie, die ich hier gerade sehe. Wird gerade hier schon in Richtung ATR mal gefragt, warum nicht zum Beispiel ein 15er ATR? Oder vielleicht zum Beispiel beim FDAX dann ein 14er, weil es ja so 14 Stunden sind. Ja, bin ich dabei. Ich will da jetzt keine, schon gar nicht irgendwelche Vorschriften machen. Es ändert auch nicht das Konzept an sich. Es ändert ein bisschen die Trade-Frequenz. Um auch hier mal ein Beispiel zu machen, gehen wir mal mit dem ATR auf was deutlich anderes. Nehmen wir eine andere schöne Zahl, zum Beispiel die 120. Das ist dann genau eine Woche. Dann sieht der ATR halt hier so aus. Und es ändert jetzt nicht die Story an sich. Und das soll es ja auch gar nicht. Es ist nur so, dass der ATR als also als die grundlegende Volatilität des Marktes schon so ein bisschen der Herzschlag ist. Und deswegen als Maß hier durchaus sehr gut taugt. Und deswegen ist es vernünftig, den ebenfalls mit einfließen zu lassen. Gucken wir mal was ganz anderes an. Jetzt zurück, weil wir ganz am Anfang hatten wir hier mit dem DAX begonnen, weil jemand auch von einer DAX-Impulskerze gesprochen hatte, wo ich dann erstmal auf Stundenbasis schon mal gar nichts gesehen habe. Hier haben wir jetzt auch schon die ersten Markierungen. Gucken wir mal auf das, was wir vorhin hier hatten, nämlich auf M5-Basis. Da deuteten sich ja zumindest solche Impulse an. In der Standardeinstellung, wie es jetzt hier ist, sind sie keine. Und man sieht auch, immer wenn ich so etwas hier sehe, dass hier quasi alle paar Minuten ein Impuls scheinbar da wäre, dann würde ich spätestens sagen, sorry, wir müssen an den Einstellungen drehen. Das heißt, hier muss auf jeden Fall, wenn wir jetzt auf M5 sind, da ist es so,
dass wir wenigstens mindestens 288 für meinen Geschmack nehmen sollten als ATR-Periode, weil das ist ein Tag. Das heißt, wir haben dann 288 Kerzen, die auch mit in die Berechnung eingehen oder das Ganze sogar nochmal einmal verdoppelt, damit wir nicht sozusagen den Feinheiten des Tagesverlaufes nachtraden wollen. Das schon mal gar nicht. Es zeigt aber die Methodik, die möglich ist mit diesem Grundgerüst, Impulskerzen zu untersuchen. Und da hat Peter wirklich eine tolle Sache gemacht und hier genau einen solchen Indikator erzeugt. Und es lohnt sich, da auch mal einige eigene Versuche zu unternehmen. Gut, ich hoffe, ist soweit rübergekommen alles. Und ihr habt auch ein bisschen die erkannt, was an für Chancen hinter den Impulskerzen stehen. Die Impulskerzen sind halt die schwarzen Schwäne an der Börse und stellen eine Abweichung der Zufälligkeit dar. Und den Satz werdet ihr von mir nicht das letzte Mal gehört haben. Immer dann rede ich über eine Trading-Chance. Gerade dann, wenn wir von dieser ganzen Zufälligkeit abweichen, wenn wir nicht dieses Rauf-Runter-Gerappel unserer Kurse haben. Wir haben halt eine Vorzugsrichtung nach einer Impulskerze und die heißt in Richtung des Impulses. Das kann ich auch mal nehmen als Bias für mein diskretionäres Traden. Ich sehe eine solche Kerze, okay, Schalter umlegen in diese Kerzenrichtung. Dann gehe ich vielleicht auf eine andere Zeitebene und suche mir meine Trading-Einstiege, wie ich es möchte, aber ich habe meine Vorzugsrichtung. Und Vorzugsrichtungen beim Traden zu haben, ist eine super gute Sache. Jetzt haben wir hier sogar einen Indikator, den ihr auf JFD-Konten benutzen könnt. Und wer ihn haben möchte, auch gerne. Ich schicke ihn dann entsprechend zu. Und ihr seht unten auch nochmal die E-Mail-Adresse eingeblendet. Leicht zu erreichen, auch wenn der Nachname so kompliziert ist. Und im Zweifelsfall kurz mal auf die Folien, vielleicht habt ihr es euch runtergeladen. Dann kann man auch im Zweifelsfall mal nachlesen, wie das denn genauer ist. Jetzt wird mir gerade noch mal ein paar Sachen hier gefragt, wir gerne darauf eingehen. Kann man sagen, das gilt für alle Handelsinstrumente? Also ich habe es nicht bei allen irgendwie schon untersucht, aber das dahinterliegende Konzept, nämlich die Abweichung von der Zufälligkeit, da würde ich schon so weit gehen und sagen, ja, das gilt für alle Handelsinstrumente. Und von daher sollte es dann auch entsprechend gehen. Ich hatte danach wurde ich auch gefragt, jetzt habe ich ja vorhin schon mal angekündigt, hey, da wird doch vielleicht schon bei dir, Stefan, hier sowas getradet. Ja, und in der Tat, da haben wir sowas, was auch schon so getradet wird. Werden einige da sogar auf Tagesbasis Währungspaare so behandelt. Trading Account ist vor gut anderthalb Monaten gestartet, liegt jetzt mit 100 € im Plus. Und wenn man den Verlauf sehen möchte, hat ein paar Trades auch schon gemacht. Und das ist dann hier die Equity-Kurve von diesem Trading Account. Hier direkt bei JFD. Man kann also nur sagen, lief ziemlich gut bisher an. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr gutes Resultat hier. Von daher bin ich da natürlich auch sehr zufrieden drüber. Gut, soweit von mir. Euch natürlich noch einen wunderschönen Abend und schaut wieder rein. Ihr seht ja bei dem Webinarkalender von JFD, hey, da sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Wer es übrigens nochmal hören möchte, nächste Woche gibt es das gleiche nochmal auf Englisch, wer irgendwas verpasst hat. Da halte ich den Vortrag hier nochmal dann auch umgekehrt halt auf Englisch. Und im Juni kommen dann auch wieder die nächsten Themen dran. Seid gerne dabei, aber natürlich auch bei meinen Kollegen, die ebenfalls sehr, sehr schöne Sachen zu berichten haben. Ja, und einen schönen Feiertag. Also wird hier mir schon gewünscht und wünsche ich euch natürlich auch. Ihr wisst, die Börsen ruhen mal wieder nicht. Also für uns gibt es da immer was zu tun. Macht's gut und noch einen schönen Abend. Tschö.